thanks, we don't want to die in hospital. Les femmes et les œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt in Solingen Gräfrat verklagt und beschäftige mich deshalb mit den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Ich lese dazu aus dem Vorsorgehandbuch der Stiftung Warentest und ich bin angekommen auf der Seite 36, ist das, glaube ich, ich muss mal gerade gucken. Ja, ich habe da auch schon ein Buch umgeschmiert davor. So, die Kräutermedikamente können erstmal weg. Ich muss das hier fertig kriegen. So. Es ging vorher um die Vorsorgevollmacht. Die Vorsorgevollmacht ist, so wie ich das verstanden habe, eine Vollmacht. Und da muss noch was drinstehen und dann wird die Vollmacht zur Vorsorgevollmacht. So. So. Wenn es einen Bevollmächtigten gibt, klärt man den Rest im sogenannten Innenverhältnis. Es gibt also einen Vollmachtgeber und einen Bevollmächtigten und zwischen denen gibt es Vereinbarungen im Innenverhältnis und so heißt auch dieser Abschnitt, die Vereinbarung zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten im Innenverhältnis. Der hat mehrere Teile, eine kurze Einführung, dann Bedingungen zum Einsatz der Vollmacht, Wünsche und Anweisungen an den Bevollmächtigten, Checklisten für die Vorsorgevollmacht und die Vereinbarung im Innenverhältnis. Und dann endet das. So. Die Checkliste wird eine gesonderte Folge. Ich beschäftige mich jetzt mit Bedingungen zum Einsatz der Vollmacht und Wünsche und Anweisungen an den Bevollmächtigten. So. Das sind die Seiten 36 und 37 im Wesentlichen. So, ich habe noch einen Kaffee. Die Vorsorgevollmacht ist eine einseitige Erklärung des Vollmachtgebers. Bei der Vereinbarung zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten handelt es sich dagegen um einen gegenseitigen Vertrag. Okay. Also die Vorsorgevollmacht ist eine einseitige Erklärung des Vollmachtgebers. Das hat zum Beispiel hier, da gibt es so einen Satz, um zu zeigen, dass der Bevollmächtigte sich seiner Aufgabe bewusst ist, kann auch er sie unterschreiben. Da geht es um die Vollmacht. Das kann habe ich zwar nur unterstrichen. Also die Vollmacht ist eine einseitige Erklärung. Bei der Vereinbarung zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten handelt es sich dagegen um einen gegenseitigen Vertrag. In diesem Vertrag werden die Rechte und Pflichten des Bevollmächtigten vereinbart.
Verletzt der Bevollmächtigte seine vertraglichen Pflichten, ist er gegenüber dem Vollmachtgeber haftbar. So. Alle Details zur Anwendung der Vollmacht und zur Umsetzung der Bestimmung gehören in die Vereinbarung im Innenverhältnis. Die Vorsorgevollmacht sollte nach außen gegenüber Dritten möglichst umfassend und gültig sein. So. Da kann man auch Vordrucke benutzen. Die sind hier im Buch. Ach ja, Jungen und Mädchen aus Höchstadt, lasst die Finger von Vollmachten, ihr wollt das nicht. So. Bedingungen zum Einsatz der Vollmacht. Während die Vollmacht möglichst nicht in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt sein sollte, ist genau das für die ergänzende Vereinbarung im Innenverhältnis gewünscht. Formulieren Sie hier, unter welchen Voraussetzungen die Vollmacht eingesetzt werden soll. Oh, nachher nochmal Nase spülen. Diese Bedingungen können recht allgemein gehalten sein, etwa dass der Bevollmächtigte die Vollmacht erst nutzen darf, wenn der Vollmachtgeber selbst seine Angelegenheiten nicht regeln kann. Es lassen sich aber auch konkrete Bedingungen festlegen, etwa eine Bescheinigung des Arztes, dass der Vollmachtgeber handlungsunfähig ist. Mit der Vereinbarung im Innenverhältnis können Sie auch bestimmen, welche Aufgaben der Bevollmächtigte übernehmen soll. Wichtig ist dies vor allem dann, wenn mehrere Bevollmächtigte mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen und Rechten eingesetzt werden sollen. Okay. Wünsche und Anweisungen an den Bevollmächtigten.
Wünsche und Anweisungen an den Bevollmächtigten. Die Anweisungen an den Bevollmächtigten hängen stark von der individuellen Lebenssituation und der Lebenseinstellung des Vollmachtgebers ab. Das Formular Seite F37 folgende kann einen Anhaltspunkt für die Formulierung geben. Die folgende Aufzählung zeigt, was Sie mit dem Bevollmächtigten im Innenverhältnis regeln können. Sie ist nicht abschließend, sondern kann ergänzt werden. Vertretung in medizinischen Angelegenheiten, möglichst mit Verweis auf eine gesonderte Patientenverfügung. Wünsche zur längerfristigen Pflege zu Hause in einer Pflegeeinrichtung. Ich sage jetzt hier immer, was da im Innenverhältnis geregelt werden könnte. Anwendung von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. Verkauf, Vermietung der Wohnung des Vollmachtgebers. Beim Verkauf einer Immobilie ist die notarielle Beurkundung der Vollmacht notwendig. Aha. Das unterstreiche ich mir auch mal. Auflösung des Haushalts und auf Verwertung, Lagerung von Gegenständen des Vollmachtgebers. Verwendung von Einkommen und Vermögen des Vollmachtgebers. Zahlungen vom Konto des Vollmachtgebers, beispielsweise Geschenke, regelmäßige Unterstützung von Enkelkindern bei Zahlungen an den Bevollmächtigten oder seine minderjährigen Kinder müssen in der Vollmacht sogenannte In-sich-Geschäfte erlaubt sein. Finde ich hier ziemlich komisch, diesen Satz. Wenn man den Paragraphen und das BGB sieht, verstehe ich das nicht. Das ist gesetzlich geregelt, wie sowas abläuft. Und warum die Kinder da mit reinspielen, dass das für die Kinder erlaubt ist, so, ich sage da gar nichts zu gerade. In sich Geschäfte ist auch wieder falsch geschrieben. Vielleicht ist das Hinweis da drauf. Ich schreibe da auch mal garantiert falsch so hin. Oder garantiert so falsch ist noch besser. An der Stelle lieber immer im Gesetzbuch gucken, möglichst von einem Fachverlag. GTV ist kein Fachverlag, die sind aber auch in Ordnung, die sind nicht ganz so aktuell. Das ist auch oft nicht nötig, das ist schon ein bisschen älter. Das Gesetz kommt aus dem Code Civil, aus dem französischen Code Civil. In der Jura-Vorlesung in Frankreich werden da so zwei rote und ein blauer Punkt gemalt und dann wird das erklärt, was damit gemeint ist. Und dann versteht man das auch. So. Weiterführung der Geschäfte des Vollmachtgebers. Eventuell ist eine notarielle Beurkundung der Vollmacht notwendig. Versorgung von Haustieren.
Regelungen zum Begräbnis und zur Trauerzeremonie, so dass man sehr viele Punkte. Geht vor allem um ja, die Vorsorgevollmacht. Steht ja auch da. Je detaillierter die Vereinbarung im Innenverhältnis ist, desto länger wird der Schriftsatz und das Risiko steigt, dass etwas nicht bedacht wurde. Andererseits sollten Sie die Gelegenheit nutzen, alles, was für die Anwendung der Vollmacht wichtig ist, hier festzuhalten. Gut. Und dann kommt die Checkliste für die Vorsorgevollmacht und die Vereinbarung im Innenverhältnis. Und dann geht es weiter mit dem Kapitel typische Fehler bei der Vorsorgevollmacht. Das ist aber eine neue Folge. Ich mache mir jetzt einen Salat. Tschüss.